Letztes Heimspiel im Herbst in der Regionalliga Salzburg. 17. Runde SV Austria Salzburg gegen SV Seekirchen lautet die Paarung. Tolle Choreografie an diesem Herbsttag, kann man gar nicht sagen, sondern Sommertag eigentlich. Viel zu schönes Wetter. Prinzipiell sehr bedenklich. Die Austria tritt heute in weißen Trikots an mit dem Aufdruck der violetten Teufel. Der Fanclub aus Niederösterreich feiert 25-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ja, Seekirchen, das ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Salzburger Austria. Da tut man sich vor allem in Seekirchen richtig schwer. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Von Beginn an geht es richtig zur Sache. Die Mannschaften schenken sich nichts. Seekirchen will hier aufzeigen, bleibt aber glücklicherweise, so wie hier vor dem Tor, vorerst eher harmlos. Weiter Auswurf von Kallmann, Foul an Kapitän Manuel Kreinz. Ja, wie gesagt, das Spiel umkämpft, aber eigentlich nicht unfair. Freistoß ausgeführt von Hödel. Theiner rutscht da nur ganz knapp am Ball vorbei. Gute Möglichkeit. Auf der Gegenseite diese Szene. Ball im Tor. Aber man sieht es an den Protesten. Abseitsstellung, sagen die Austrianer. Abseitsstellung, sagen auch die Schiedsrichter. Andreas Gruber, heute der Hauptschiedsrichter. Sandmeier mit schönem Vorstoß. Ball bei Hödel. Der legt zurück ab auf Schweighofer. Über den Flügel vor. Auf Sandmeier wieder. Der bringt den Ball in die Mitte. Aber da ist niemand, der damit was anfangen kann. Eine Szene, wie wir sie in dieser Anfangsphase vermehrt sehen. Sandmeier auf Schweighofer. Die Nummer 13. Unterwegs in Richtung Strafraum. Abgeblockt, Eckball für die Violetten. Marco Hödel bringt den Ball herein. Kreinz, und da ist der Ball im Tor. Treffer zählt, 16. Minute. Manuel Kreinz, der Torschütze, aber da hatte noch ein anderer. Naja, die Finger, den Hintern mit im Spiel. Durch die Beine von Theiner geht der Ball ins Tor von Severin Heuberger. Führungstreffer für die Austria, 16. Minute. Und wieder Schweighofer, den man hier auf die Reise schickt. Aber Seekirchen wehrt sich nach Kräften, macht die Sache ziemlich gut. Eckball für die Flachgauer. Allerdings glücklicherweise eine Thomas Winkelhofer Gedächtnisecke. Schöner Einsatz hier gegen Hödel. Aber zu harmlos dieser Schussversuch. Im Publikum gefällt die Austria in Führung. Etwas Ballglück. Elfmeter-Alarm. Nix da, weiterspielen, sagt der Schiedsrichter, Abstoß. Schauen wir uns nochmal an. Ja, und ich sag da besser gar nichts dazu. Kreinz vor, in die Spitze, auf Marco Hödel. Ach, da wäre in der Mitte Joey Zottel gewesen. Den Ball kann er natürlich nicht erreichen. Eckball für Seekirchen, geklärt, gibt gleich nochmal sowas wie einen Eckball. Ja, viele Kopfbälle in diesem Spiel und jetzt ein Tor für Seekirchen. Michi Aigner, 32. Minute, der hat ganz genau in die Ecke gepasst. Ausgleich hier in Maxglan, alles wieder offen. Das nennt man Effizienz, der erste richtig gute Torschuss. Und gleich der Ausgleich. Aber Seekirchen weiter unterwegs nach vorne. Kreinz
Reins mit dem Ball in Richtung Marco Hödl. Aber geklärt, der Ball landet bei Sorda, der raus auf Schweighofer. Aber Reuter kann klären. Schneller Einwurf wäre nun gefragt. Ja, aber da ist niemand zum Anwerfen. Reins im Infight das Trikot hält. Ball in die Spitze auf Schweighofer. Der wird da unsanft von den Beinen geholt. Ja, Torraub, sagt der Schiri. Andreas Gruber zückt die rote Karte. Schickt Manuel Reuter frühzeitig in die Kabine. 42. Minute. Die ganzen Proteste helfen natürlich nichts. Freistoß. Naja. Da hätte man mehr draus machen können. Aber immerhin nun ein Mann mehr für die Austria. Vielleicht lässt sich da ja was draus machen. Gut, vor der Pause nichts mehr. Zufriedene Gesichter sehen anders aus. Seekirchen-Trainer Mario Locallo mit seiner Glückshose. Die ist vielleicht auch mal zu heiß gewaschen worden. Nach der Pause kommt die Austria unverändert raus. Die Austria-Fans begrüßen sie in den Vereinsfarben. Der Zuschauerzuspruch, 1300 Zuschauer in Max Glan, an diesem Wochenende für Regionalliga-Verhältnisse wieder wirklich ansehnlich, die Stimmung hervorragend. Ja, hervorragend ist dieses Spiel noch nicht unbedingt. Viele Fehlpässe, viel Klein-Klein. Gut gehalten von Kallmann, aber das wäre auch abseits gewesen. Flo Wiedl mit dem Pass links raus. Joey Zottl kommt leider nicht an den Ball. Marco Hödl. Hier kann er sich nicht durchsetzen. Einwurf für Seekirchen. Und gleich nochmal Einwurf für Seekirchen. Die Flachgauer, die schlagen sich wacker. Man merkt eigentlich nicht wirklich, dass sie nur mit 10 Mann am Feld sind. Ja, und jetzt schießen die sogar das Führungstor. 1:2, Andreas Peer in der 52. Minute. Kommt da frei zum Schuss, lässt Kallmann keine Chance. Ja, kurz nach Wiederbeginn läuft die Austria hier in Max Glan einem Rückstand hinterher. Unangenehme Situation, weil Fußball spielen, das wissen wir aus der Vergangenheit, das können diese Kirchner auf jeden Fall. Jetzt vielleicht Marinko Sorda im Strafraum, legt raus auf Wiedl. Auf die linke Seite rüber, da war so direkt niemand. Pass, Schweighofer, abgeblockt. Ja, und das wäre auch noch abseits gewesen. Vielleicht geht jetzt was, Hödl. Gut gehalten von Severin Heuberger im Seekirchner Tor. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Der war von 2011 bis 2014 auch in Diensten der Austria. Kapitän Manuel Kreinz haben wir hier gesehen mit einem schönen Tackling. Freistoß durch Hödl. Und wieder kommt ein weißes, ein violett-weißes Bein zu spät. Wiedl in die Spitze, aber da ist einfach überhaupt niemand. Marinko Sorda bringt den Eckball herein. Wieder gut gehalten von Severin Heuberger. Ja, schön langsam muss die Austria sich was einfallen lassen. Unentschieden spielen, okay. Verlieren, das wäre ganz schlecht. Und das ist die Antwort. Nein, Tor zählt nicht. Abseits von Marco Hödl. Knappe Entscheidung, wir können es leider nicht aufgrund unserer Bilder auflösen. Die Austria wechselt dann zweimal. Aus dem Spiel gehen Zottl und Wiedl, reinkommen Fonja und Simsa.
Davofonia sind ja gleich hier in Aktion. Pass in die Spitze. Zier, der hat Platz im Strafraum. Abgeblockt. Gut, Eckball, der bringt dann leider nichts ein. Wieder Fonja auf Zier. Abgelegt rüber auf Marinko Sorda. Kreinz, Lupfer in Richtung Sorda. Verdammt, heute haben wir es mit dem Glück auch wirklich nicht. An so vielen anderen Tagen findet so ein Ball den Weg ins Tor, heute eben nicht. Wieder Marinko Sorda, gerade noch gerettet. Freistoß durch Kreinz. Auch das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Akrobatische Einlage. Und Heuberger steht genau richtig. Vielleicht geht da was über Kreinz, aber sein Ball landet in den Wolken. Weiter ein Rückstand, dem die Austria hinterherläuft. Da muss jetzt was passieren. Die Zeit, die läuft schön langsam ab. Zwar hat man sich sehr gut in der Hälfte der Seekirchner festgesetzt, aber Zählbares schaut noch nicht heraus. Schweighofer, Simser, sein Schuss etwas abgefälscht, gibt noch einmal Eckball. Eckball kommt rein und Tor, Kopfballtreffer, 2:2, Stefan Simser, 86. Minute. Gerade erst eingewechselt in der 69. Macht er hier das Tor zum Ausgleich. Schön gemacht, keine Chance für Heuberger. Jubel, der ist groß im Max-Eicher-Stadion. Ein paar Minuten geht's ja noch, 4 Minuten Nachspielzeit, zeigt Schiedsrichter Gruber an. Schweighofer mit ein bisschen Ballglück zu Kreinz. Ach, das wäre zu schön, wenn der Austria hier noch ein Treffer gelingen würde. Ein paar Minuten vielleicht noch. Zier. Auf Fonja. Fonja bringt den Ball in die Mitte. Da ist nochmal Stefan Simser. Bringt den Ball in Richtung Mitte. Volley-Möglichkeit für Kreinz. Am Tor vorbei. Gibt dann nochmal einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Da hat die Austria schon getroffen. Hand wird reklamiert. Schön gemacht von Zier. Hoher Ball. Kein Abnehmer abseits außerdem. Und das war's. Schluss aus, vorbei. Die Salzburger Austria und der SV Seekirchen trennen sich in der 17. Runde der Regionalliga Salzburg. In Max-Eicher-Stadion mit 2:2 Punkteteilung. Ja, zufriedene Gesichter, die sehen anders aus. Da wäre mehr drin gewesen. Bischofshofen, der Führende in der Regionalliga, hat sein Spiel 3:0 gewonnen. Der Rückstand beträgt somit 3 Punkte. Ja, wir sind, denke ich, heute alle ein Stück weit enttäuscht. Aufgrund vielleicht auch von der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war okay. Aber ja, wir hätten uns heute schon gerne mit 3 Punkten von unserem Heimpublikum verabschiedet. Woran hat es gelegen, dass wir da am Ende mit einem Punkt eigentlich, sagen wir mal, zufrieden sein müssen? Ja, schon an vielen Dingen. Ich denke, was uns auch letzte Woche Probleme bereitet hat, dass wir zu behäbig Fußball spielen wieder momentan, dass wir ja gerade auch was die Aggressivität in die Zweikämpfe und bei den zweiten Bälle betrifft, dann zu wenig machen, nicht präsent genug sind. Und dadurch ist auch heute Seekirchen, was einer Spur ist, immer bei den zweiten Bälle einen Schritt besser gewesen. Ich meine, sie haben, glaube ich, im ganzen Spiel die 2 Torschüsse, sind dann 2 Tore. Aber wir gehen auch wieder fahrlässiger mit unseren Top-Torchancen um. Und da haben wir halt mit Sicherheit 400-500-prozentige wieder liegen lassen, die was wir uns gut auszuspielen. Und der letzte Pass funktioniert nicht, der Torwart halt dann wieder gut.
Vielleicht müssen wir auch wieder den Elfmeter kriegen. Abseits-Tor, das war es keins war. Es kommt immer vieles zusammen, aber über 90 Minuten war es dann auch heute wieder, ja, um den Sieg einzuholen, ein bisschen zu wenig. Es fällt auf, dass wir immer noch einen Pass spielen wollen, es immer besonders schön machen. Wie kriegt man das aus den Köpfen raus? Ja, wir haben es ja schon aus den Köpfen heraus gehabt. Ich denke, wir haben gerade im September und Anfang Oktober bis jetzt auf Pinzgau bewiesen, wenn wir schnell einfach nach vorne Fußball spielen und den Abschluss suchen, dann schießen wir viele Tore, dann haben Mannschaften uns wenig entgegenzusetzen und in den letzten zwei Spielen, Ligaspiele, sind wir ein bisschen in das alte Muster wieder zurückgefallen und ja, dann verlierst du halt das Spiel, dann spielst du daheim da unentschieden, statt dass du gewinnst. Und das haben wir uns dann schon ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Ja. Bei mir steht wieder einmal Stefan Siemser, wieder einmal Torschütze. Eingewechselt worden spät und dann noch einen Punkt für die Austria gerettet. Es geht weiter mit den Spielen nach Maß für dich. Ja, absolut. Für mich kein besseres Regionalliga-Debüt hätte ich mir vorstellen können. Außer halt vielleicht noch ein Dreier eingefahren, das wäre es gewesen, aber ich bin damit zufrieden. Tor gemacht, auf jeden Fall geiles Gefühl. Jetzt fällt auf, du hast das ja auch lange Zeit von draußen beobachten können, dass wir es immer besonders schön machen wollen, dass wir immer noch einen Pass spielen, der dann eben oft beim Gegner landet. Wie kriegt man sowas, ich habe das auch gerade den Trainer gefragt, wie kriegt man sowas aus den Köpfen? Schwierig, vielleicht einfach öfter mal draufhauen aufs Tor, weiß nicht, aus der Distanz einfach Selbstvertrauen holen, Schüsse, schwierig. Jetzt blicken wir in Richtung Stadtderby. Ist das in der Mannschaft ein besonderes Thema? Ja, absolut. Ist, glaube ich, für jeden hier. Derby ist immer was Besonderes. Anders als jedes Spiel ist alles möglich. Und ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. In der Woche nochmal alles geben und dann rein ins letzte Spiel. Danke.